Die Krise in Europa trägt viele Gesichter. Sie trägt die verhärmten Gesichter derer, die in Griechenland im Suppenküchen anstehen müssen oder sich ihre Gesundheitsversorgung nicht mehr leisten können. Sie trägt die entstellten Gesichter derer, die zu Zehntausenden im Mittelmeer an den Grenzen dieser Europäischen Union ersaufen müssen. Sie trägt die gehetzten Gesichter derer, die Arbeit noch haben und die doch immer mehr Stress in ihren Jobs erleben. Und sie trägt die verzweifelten Gesichter all derer, die in diesem Europa keine Wohnung und keine Behausung mehr finden. Die Krise in Europa hat viele Gesichter, aber sie hat einen Namen. Diese Krise heißt Kapitalismus. Sie ist die Krise eines kapitalistischen Wirtschaftssystems, das die Profite von wenigen konsequent über die Bedürfnisse der vielen stellt. Unsere heutige Demonstration ist auch eine Kampfansage an dieses kapitalistische System, dem wir die Alternativen einer demokratischen und solidarischen, einer klassenlosen und grenzenlosen Weltgesellschaft entgegensetzen. In diesem Sinne, Antikapitalista! 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 Immer der Kampf gegen das rassistische Flüchtlingsregime in Europa. Wir haben vorhin die Genossinnen von den Refugees in Berlin verabschiedet, die sich heute auf den Weg machen, um nach Brüssel zu demonstrieren und dort ein Zeichen zu setzen gegen diese schreckliche Festung Europa und dazu beizutragen, diese menschenverachtenden Mauern um Europa einzureißen. Um Europa keine Mauer, Bleiberecht für alle und auf Dauer. Um Europa keine